du mit der Humor-Synchronstimme einen Porno vertonen? Nein! Ernst und Pferd, ey. Du kleiner... Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Herr Beißler, jagst du mich gerade wieder? Muss ich wieder Angst haben? Ja, ich versuch's mal. Nigel Menzel. Nigel St. John. Das hat ja damals der Jochen Maas hier bei dem ersten Formel-1-Spiel damals auf der PlayStation schon immer ganz komisch immer angesagt. Auf Platz 7. Nigel Menzel. Klang mal ganz komisch. Ja, das kenne ich, das habe ich auch noch. Das alte Formel 1 auf der PlayStation. Valo. Aber selbst die Kommentatoren waren noch. Kommentare waren noch besser als der meiste Scheiß, was sie heute die Spielerinnen machen. Ja, bei FIFA zum Beispiel spiele ich nur mit englischem Kommentar, weil ich diese deutschen Kommentare nicht hören kann. Finde ich grässlich. Ist doch jedes Jahr erzählen die dieselben Sprüche, oder? Ja. Vor allem sind die so unemotional, das ist zum Kotzen. Ja, das ist aber im realen. Dann schau mal nach England, das ist 100-mal schöner zum Anschauen. And what's comes? And goal! Goal! Goal for Manchester United! What a goal! Boah, ich kenn ihn wieder wach. Haust ins Gesicht, ey, du bist so ein Spinner, bist du, ey. Das Candy aufgeweckt. Und dann wieder so süß, wie er sagt, du bist so ein Spinner. So ja, ein Schlimmer. Ich muss aufpassen, was ich sage, weil teilweise, ey, Du bist so ein, also ein Spinner heißt, also übersetzt, du bist so eine verdammte Drecksau. Ja? Nein, so harmlos. Okay, aber geht ich weiß ja beim Kenny, wie es gemeint ist. Schlimm. Das ist ja das Schlimme. Ach, nee. Du weißt erst, wie es gemeint ist, wenn ihr euch mal in Real trefft. Oh ja. Dann klingelt's mal. Das ist nicht der Türenschlumpf. Der Türenmann. Geht an die Türe ran. Ich bin der Telefonmann, ich geh ans Telefon ran. Aber ist auch geil, dass wir alle über Deutschland... Österreich so schön verteilt sind. Das ist sicherer für euch alle, meinst du? Ja. Stell dir vor, der Kenny wird genau nebenan wohnen und ich reiß einen blöden Witz, klingelt auf einmal an der Tür so, ey, wach auf! Ich weiß, dass du zu Hause bist. Das klingelt nicht, ich greif durch die Wand. Komm her! Chef, du wirst schon wieder am Mauer holen, weil Burik hat einen scheiß Spruch gebracht. Hättest du auch wieder Löcher in die Wand. Ne? Guckst du erstmal ein Video an, wo er irgendwas loslässt. Oh, du schlägst ihn erstmal in die Wand. Ey, geil, mein Haus kann man wieder abreißen. Schon ganz gut, dass wir Abstand haben. Der Beißler wird immer klingen und fragen, ob ich eine Schokolade für ihn habe. Er wird den Teil von seiner Schokolade abgeben. Beißler, darf ich ein Stück? Ja, das habe ich extra aufgenommen, gerade wie ich die Schokolade isst vorhin. Und das schneide ich dann mal einfach so überraschend rein. Ich weiß noch nicht wann, aber das wird überraschend plötzlich auftauchen, die Facecam, ohne dass so jemand damit rechnet. Wenn wir über Adolf reden, kommt die braune Schokolade überraschend ins Bild. Kommt die braune Macht herein. Macht er erst braunes herein. Mit ganzen Nüssen. Ganzen Stücken. Aber nur die guten deutschen Nüsse sind die wahren Nüsse. Nur die blonden Nüsse. Ich habe noch große Pläne. Heißt das nicht Milka, sondern Hilka, wa? Blondie, komm mal her. Ach, diese Eva Braun hatte aber Geschmack.
Die musikalische Untermalung wird Ihnen unterstützt von Weisler. Mit freundlicher Unterstützung. Von Seidenbacher. Seidenbeißler. Seidenbacher Müsli. Hanoi Kalle, das Seidenbacher, das musst du kaufen. Das ist gesund. Seidenbacher Müsli. Da kannst du scheiße, bis der Arzt kommt. Und da habe ich gerade einen schönen Backflip gemacht beim Seidenbacher Müsli. Das können wir dann. In dem Moment das kommt dann die Schokolade ins Bild. Da kannst du scheißen. Da habe ich einen Checkpoint verpasst dabei. Wie kann man da einen Checkpoint verpassen? Weil ich drüber geflogen bin gerade bei dem Checkpoint. Okay. Und hab's nicht gemerkt. Ich merke nicht, dass ich fliege. Ich kann fliegen. Weiß, like a Phoenix. Ja, ich wollte gerade als Titelbild des Beißleige Phoenix reinmachen, wollte ich gerade als Profilbild reinmachen für Trackmania. Aber das ist mir zu heikel, weil der Bart da, ich weiß ja nicht, da könnte man ja mich als, als was Falsches. Ja, so irgendwie. Und das war mir zu heikel. Nachher steht die CIA da und die NSA und dann. Bist du noch der Achsel des Bösen? Sie haben einen Bart, sie sind tot. Tode geweiht. Da ist der Weihnachtsmann aber auch am Arsch, ey. Der hat ein Reiseverbot. Ich sag nur Borat. Warum rasiert ihr euch da nicht alle die Bärte ab? Das sieht dann gleich ja, nicht mehr so terroristisch aus. Oder die Tarnung bei Postel. Alter, wo sie alle den Hitlerbart malen, ey. Die eine mit Kacker. Ich hab doch Kacker im Mund. Ah, da könnte ich mal wieder was schreiben. Dieser Hubraumflo, schon wieder vor mir. Mensch, Valvo, du lässt aber nach hier. Kenn die Klappe. Okay, er ist schon zu müde, um Witze zu bringen. Nee, er muss erst in sein Witzebuch lesen. Achso. Welchen habe ich schon lange nicht mehr gebracht? Oh, nochmal die Kacke, ey. Oh. Die Flitzpisse. FC Kopenhagen. Am besten ist ja das Bild, was ich habe. Hast du gesehen? Das Bild von dem kaputten Belmongo habe ich drin. Aus der Crash-WM, weiß ich noch mal wo, wenn ich mal eine Crash-WM gemacht habe. Welches Bild? Wo? Trackmania hier ja. Bei der Platzierung nach. Ach so, ja geil. Hast du gesehen? Ja, gerade. Und der Name dazu ist ja geil, oder? Den ich da hab. Belmongo. Er verfolgt mich auch in Trackmania. Nein. Ich hasse Belmongo. Aber Brabham ist noch schlimmer. Der hat mich öfter erwischt, das Belmongo. Was soll das denn sein? Ich frag mich auch gerade. Ein Porno nach. Beißler als Synchronsprecher bei Pornos. Rocky! Ja! Ja! Ja, da gibt's so eine Synchronisation. Hast du das Video damals von dem Schweizer gesehen? Der da. Der da. Mit dem Porno-Synchronisation. Ja, ah. Ja, spritzt auf Dieter! Ja, ja, ich ruf jetzt! Ja, das Traurige ist nur, was? Dadurch, dass er halt so berühmt wurde, hat er sich halt umgebracht. Das gibt's? Was hat der Schweizer gemacht? Der Typ hat sich selber umgebracht, weil er diese negative Berühmtheit nicht ausgehalten hat.
Dabei machen aber gerade die richtigen. Ach so, weil der das einmal gemacht hat, wurde der, hätte er das immer wieder an den Kopf geknallt bekommen. Ja, weil das halt hinten. Weil das halt im Hintergrund halt gefilmt wurde, wie er das macht. Und dadurch wurde halt alles bekannt über ihn und dann ja. Wann war denn das? Ja, das ist schon, keine Ahnung, ist schon ewig her. Länger her, das Video. Ich hab das auch mal vom Eichert gekriegt vor ein paar Jahren. Ich glaube, ich hab dir das mal geschickt, kann das sein? Ist also das mal gezeigt. Ja, kann sein. Ist also jetzt aber nicht aus dem letzten Jahrzehnt oder so? Kann gut sein. Denn eigentlich ist es ja mittlerweile so, dass gerade auch die anerkannteren Schauspieler oder Synchronsprecher ja auch noch den Idol an einem Porno vertonen müssen. Weil gerade in der Branche ist es ja nun auch so, dass sie nicht unbedingt gerade so viel Kohle da. Deswegen müssen die ja sonst wie viele Filme und das alles, damit die im Monat auch um die Runden kommen. Ja, weil das bei dem halt sowas von extrem, ich, keine Ahnung, assi war. So mit der Humor-Synchronstimme im Porno vertonen. Nein! Ernie und Bert, ey. Du kleiner... Der andere war immer noch der Beste, so der eine, wo er gesagt, jo, ich spritz auf Ditte, rum jetzt, jo, ich rum jetzt. Der war halt... Sex mit Schweizern. Ah, das klingt... Das war Inzucht, aber hey. Ja, solange es nicht Sex mit Schweizer ist, ist okay. Wenn man sich so vorstellt, manche hat man ja da, wenn ich mir all den Otto Walkes vorstellen, kann man irgendwie überhaupt nur im Bett vorstellen, ja? Polaroidi! Leute. Wo ist denn der Ottili? Ottfried Fischer oder Rainer Kallmund, ey. Da platzt das Bett. Dann kommt immer Rocky Bergmann und dann ist doch alles platt, ne? Steffi noch da? Ja. Genau da. Fertig, die kann das nicht mehr verkraften. Dieses ganze erotische Prickeln, ey. Schon wieder? Schon wieder? Schon wieder erotisch, ich meine, Scheiße. So. Schon wieder prickeln? Beim dritten Mal noch wirklich. Alter, da gab's aus. Da fällt mir auch gerade diese Werbung ein. Hat so schön geprickelt in meine Bauchnabel. Dann mach eben keine Videos mehr, ne? Mit Adblocker schaut. Mir ja, scheißegal, Mensch. Also Leute, ich habe jetzt gerade beschlossen, ich werde hier in Skype mal offline gehen, weil ich habe gerade mächtig Kopfschmerzen, ich kriege hier echt die Krise. Aber die nächsten Tage auch gerade, das weiß ich jetzt schon, werde ich auch deswegen Kopfschmerzen haben, weil jetzt das soll ja so richtig heiß werden hier. Bis zu 30 Grad am Dienstag. Ja, bei uns auch, bei euch auch da oben. Ja. Hat sie bislang angesagt, war vielleicht nicht so ernst, so, aber auf jeden Fall wird das ja, wieder von der Temperatur nach oben gehen, ganz schön. Und hier oben in meiner Bucht. Es war jetzt auch die ganze Zeit in Deutschland mehr Regen wie noch was anderes. Ja, aber trotzdem. Dadurch, dass ja. Der Winter nicht so war, gerade jetzt, was das alt angeht mit Zecken und so hat, da kann unsere Katzen sich irgendwie... Ja, aber da meinst du, jetzt sahen sich doch noch Sommerreifen aus heuer? Naja, aber es war ja kein aber Winter. Aber Joker, also, da habt ihr doch gar keine Probleme da, oder? Mit was? Zecken. Bei uns ist das ja ein Problem mit Zecken. Aber ihr habt doch keine Probleme, oder? Na, wenn Norden und so Nord- und Ostdeutschland doch nicht. Na, wenn bis jetzt. Die Katzen und das alles rauslässt, die brauchen auch nur ein bisschen Gras sehen, schon haben die Zecken. Also. Meinst du, es gibt keine... Meinst du, es gibt keine ostdeutschen Zecken, oder was? Böser Cherry. Und... Oder wie heißt sie von dir, Steffi? Cherry und... Cherry ist meine Katze. Mein Kater. Ja. Mein Kaninchen heißt Mika. Bei mir ist... Mika, wie der Häkkinen. Ja, genau. Mika. Und bei mir ist Tommy und Jerry. Okay. Cherry doppelt. Ja. Nur bei ihr ist es ein Kater. Ich hab zwei Katzen. Und den willst du einfach nicht haben, mein Jerry. Nee. Wieso nee? Na, weil dann die wehen Weibsen bei mir durchdrehen. Oder? Ja, voll ausreden. Ein Mann. Nee, so nicht, eher andersrum. Verpiss dich! Und mein Kater rennt weg, weil er ist ein Schisser. Ja. Der hat ja auch vor mir Angst. Ja, genau, der hat auch vor meinem Kaninchen Angst. Das klingt tapfer, ja. Ja, total. Männlich.
Musst du mal zeigen, was so eine Schlange mit so einem Kaninchen macht. Dann gehen Augen und Ohren nein. über. Nein. Oder von deinem Bruder, die ganz kleine Katze. Selbst davor hat er. Ja, selbst davor hat er Angst, ja. Verbrochen als die Faucht weg ist er. Oh Gott! Es hat mich angefaucht. Weg! Es hat geatmet, oh Gott. Es lebt. Aber als sie noch in der Transportbox war, war er tapfer. Ist er rangegangen, bis mein Bruder den Deckel aufgemacht hat. Dann war er weg, so. Und weg war er. Ich könnte, aber... Heute ist Montag, also ich hab keine... Nein, das war Freitag. Boah, Joker, der war schön. Na gut, ihr Wilden. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ihr Wilden. Kenny meint's ernst. Mein Kopf meint's ernst, aber ich hab so Kopfschmerzen, ne? War das doch zu viel Beißler für dich heute? Ja, Überdosis Beißler, das ist so wie Crystal Meth, ey, da keine Ahnung, gehst kaputt bei, ey. Die Überdosis Beißler. Ausfallgrund Beißler in Grand Prix 2, Ausfallgrund Beißler. Den klärt doch mal. Kenny, du Ausfall. Ausfallgrund Menstruationsbeschwerden. Kenny, du hast Urlaub? Ich hab Urlaub, mir geil, 2 Wochen, ey. Ja, die hab ich jetzt rum, die 2 Wochen von mir. Ich hab erst irgendwann wahrscheinlich im Herbst wieder Urlaub, wer weiß. Ui. Das heißt, wir können uns irgendwann Grand Prix 4 ranwagen. Auf jeden, ey. Mega geil. Mega geil. Mega geil. Joker auch? Ich mache jetzt erstmal mit Grand Prix 3 weiter. Dem Kommentarmodus. Ja. Pah. Danach kommt. Und ich muss erstmal mein Grand Prix 2 noch fertig machen. Also Leute, ich bin weg. Macht's gut, bis dann. Mach's gut. Bis dann, Kenny. Ciao, ciao. Ciao. Aber Valvo. Beißler. Ich guck, wie das hinkriegt nächste Woche, dass ich da auch öfters mal drin bin. Dann können wir einfach mal so das machen mit dem Grand Prix World. Einfach mal spontan. Ja, sollte doch möglich sein, irgendwie. Es kommt halt immer drauf an, ob ich Frühschicht habe. Wenn ich Spätschicht habe, ist es scheiß. Mhm. Aber wenn ich Frühschicht habe, dann sollte das drin sein, irgendwie. Dass ich auch mal wieder vorankomme mit dem Kanal. Okay, da ist ja, der hat ja nie wirklich Unterbrechung gehabt, weil ich immer irgendwas hatte zum Hochladen. Er hat anal gesagt. Oh, Walfo. Jetzt macht Beißler erstmal den Kenny. Oh Mann, du bist so ein Quatschkopf. Nein, Resident machen, Evil Beißler. Afterlife. Können wir machen, aber dann müssen wir auch wirklich in die Pötte kommen. Die Pötte. Nicht wieder so viel rumquatschen. Ah, das ist der Opa der Valvo, der den Joker reingebracht hat, dann den Arno und... Dann ergibt sich das halt einfach, es kommt halt einfach dann so, wie es kommt, gell? So. Der GC-Bomber aus Brandenburg. Der GC-Bomber. Oder GC-Bomber. Heißt da wirklich einer so? Ja, tatsächlich. Ja. Ist das ein Kumpel von dir? Kennst du den? Der GC-Bomber, ja. Das ist der Grasshoppers-Club-Bomber. GC ist der Grasshoppers-Club Zürich in der Schweiz. Wahrscheinlich. Das ist bestimmt der Grasshoppers-Fan. Schreib ihm mal. Grasshoppers! Brumm, 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 brumm. Eine Bombe. Lass mal eine Bombe ab. Lass mal einen ab. Lass mal einen hören. Aber nur, wenn er nicht in der Nähe wohnt. Bitte.
Steffi hat Angst, dass sie wieder angebaggert wird, wie damals bei dem Speed Damon. Ja. Sie merkt sich wirklich alles dabei. Ist, ne? Ja. Der da, wo da angebaggert hat, wo sie den Chat nicht lesen konnte und dann musste ihr zweites machen. Chat nicht lesen konnte. Okay. Ja, ich bin vorbereitet. Der Knebeldämon passiert mir auch immer. Ja. So das Geilste. Naja, ich merk mir schon alles, weißt du? Ich bin nicht unvorbereitet in so in die Sache. Gehe ich nie unvorbereitet rein. Respekt. Ja, auf jeden. Hast du den nochmal gelesen, den Knebel? Wie meinst du? Meinst du mich jetzt, oder? Nee, die Steffi. Ja, was? Hast du schon nochmal den Knebel gelesen? Danach? Nee. Mit Trackmania so gespielt habe ich den nicht mehr gesehen. Okay. Er ist mir nicht aufgefallen. Randberliner ist der auch. Der Bombe hat er gerade geschrieben. Wieso bist du auch am Rand von Berlin? Ja. Ja. Steffi auch? Ja. Wahrscheinlich aus derselben Ecke, oder? Fast. Fast. Fast Nachbarn. Fast. Also gleicher Landkreis, sagen wir mal so, gleicher Landkreis. Zwei Orte weiter. Genau. Naja, das ist ja nichts. Wie viel? 11 Minuten mit der S-Bahn, ne? Glaube ich. Glaubst du, S-Bahn jetzt ist gut in Berlin? Ja. Wenn wir jetzt von drei Orten ausgehen, ja. Aber eigentlich wohnst du ja, wenn du mit der S-Bahn so siehst, ja, zwei Orte. Okay. Scheiße! Das war so gut. Das war die perfekte. Das war jawohl, die perfekte Zeit. Er schmeißt weg. Jetzt ist es meine Chance, das zu schaffen. Juhu! Hab ich geschafft. Ja! Das ist die perfekte Zeit. Malmore hinter mich gelassen. Ah, jetzt ist der Beißer da. Ich habe ja vorhin Schokolade gegessen und jetzt bin ich frisch gestärkt, um den Malmore endlich jetzt zu attackieren. Mhm. Der Kenny spielt jetzt noch Star Trek Online. Echt? Spielt er noch? Ja, das wird mir jetzt angezeigt. Das sieht man dann im Video, dass das aufpoppt bei mir, weil ich hab das ja über Steam, weißt du, das Trackmania. Valvo, ich hab das ja über Steam gekauft, diese ganze Sache, weißt du? Mhm. Deswegen bin ich jetzt auch in Steam noch drin. So, jetzt kann ich mal ruhig attackieren. Nein, scheiße, der ist schon wieder vorbei. Oh. Ja, immer diese Österreicher. Rise like a phoenix, I see the ancient seed in love, in dimensions. Text sollte man können, ne? Ach, ist doch scheiß drauf. Eben. Man muss ja bestimmt nur auf Mallorca hören, wenn da die ganzen Suffköppe denn da mal mitgrüllen. Ja. Du, auf Mallorca sollte ich ja jetzt... Auf Mallorca sollte es ja jetzt verboten wäre irgendwie, das habe ich doch gehört. Da darf man jetzt, nein, da darf man jetzt nicht mehr ohne T-Shirt in der Stadt rumlaufen und solche Sachen. Das wollen sie ja jetzt verbieten, die wollen ja diesen Ruf weg haben jetzt mit der Ballermann. Da bin ich aber gespannt, was die Deutschen sich als nächstes für eine Insel krallen. Diese Ruine. Ich finde es aber richtig, dass sie das machen, weil hallo, das sind doch ja so Familien mit Kindern, so, weißt du? Ja klar, aber ja, da ist ja wie Amsterdam, aber man fährt halt nur dorthin wegen gewissen Sachen. Ja und? Das ist auch, hallo, das ist auch wie Thailand, da fährt man auch nur für gewisse Sachen dahin. You wanna see a naked Thai, you fly to Thailand. Das war's ja fast, was ich sage. Es gibt halt solche Orte auf der Welt, da fährt man nur wegen was Bestimmtem hin. So wie nach Fucking bei uns, da fährt auch keiner hin, weil es einfach... Da fährt man nur so hin, gute um Schokolade gibt. Da fährt man nur hin, um Ortschild abzureißen und fährt wieder zurück. Die Sache ist hier, gibt ja nur noch den Ecken von Mallorca, die ja von den ganzen Suffköppen ja dann nicht in Beschlag genommen werden. Und dann muss man halt die Ecken erkunden. Das machen ja dann auch die meisten, die ja dann damit nichts zu tun haben wollen. Aber klar ist, dass ich mir schon vorstellen kann, dass die Deutschen sich natürlich jetzt irgendeine andere Insel, vielleicht irgendwas Griechisches oder irgendwas suchen. Die gehen auf die Insel Krk bei Kroatien. Die gibt's ja, die Insel Krk. Ja. Ach, wirklich. Gehen die da hin halt, da ist er noch günstig. Da ist er noch billiger wie in Spanien. Spanien ist doch zu teuer.
Wo ich jetzt zum Beispiel in Dänemark war, das war auch relativ teuer im Vergleich zu Deutschland. Hm. Wo ich jetzt da oben war beim Contest in Kopenhagen, da war das auch die alle Sache relativ teurer als in Deutschland, aber die verdienen halt auch mehr. Ja. So selbe wie in der Schweiz auch. Wie oft warst du jetzt schon bei den Contests? Es war mein erstes Mal, okay, wo ich jetzt da war. Und nächstes Jahr wird es wieder zum Contest gehen, weil da ist er ja in Österreich, da habe ich es nicht so weit. Ja. Oh nein! Dann komme ich nach Österreich! Dann wirst du sehen, wenn er klingelt. Ding dong! Ding dong, ding dong, wer steht, dort steht vor der Tür? So geht's dann los, der... ja. Dann willst du nicht aufmachen. Gott, es ist der Beißler. Schnell alle zumachen. Oder du musst noch schnell das Land verlassen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Neuer Horrorfilm, wenn der Beißler zweimal klingelt. Okay. Und dann singe ich noch Hard Rock Hallelujah. Schließt vorne ab, weißt du, in der Hintertür so raus da. Ja, genau. Ich komm dann gleich wieder. Ja. Sicher? Immer noch? Ja, hast du das auch angeschaut, Joker, oder nur zufällig mal reingezappt? Nee, ich hatte ohne Ton an. Hm. Ach so, weil du die Gesänger nicht hören wolltest. Nee, ich habe auch am Computer, hab noch Videos geguckt und hab dennoch mit Steffi dann auch noch wieder über Skype. Na, da stört es ja klar. Und da hast du die Punktevergabe, das hast du noch ohne Ton mitgekriegt. Ja. Ja, das habe ich ja eigentlich schon immer so, die Punktevergabe. Das ist ja für mich immer eigentlich ja noch das Spannendste da dran. Hör, Mats Hummels macht Werbung. Für was? Head and Shoulders. Schon lange. Ja. Naja, ich bin mal gespannt, wo es nächstes Jahr stattfindet. Das ist ja noch nicht sicher. Wie viel muss eigentlich nochmal aufgebracht werden, so geldmäßig? Keine Ahnung. Also die in Österreich haben sie jetzt irgendwas gesagt, der ORF rechnet mit 20 Millionen, was das kosten soll. Stimmt, ich glaube bei hier als in Deutschland hatten sie auch, glaube ich, zwischen 15 und 30 Millionen hatten sie da auch, hat gesagt. Ja, das war ja in Düsseldorf. Ja gut, da war das ja in dem riesen Stadion in Düsseldorf. Ich meine, das kostet natürlich schon nochmal Stange mehr Geld als das in Kopenhagen mit der kleinen Halle. Aber wenn ich mir vorstelle, damals hier der Johnny Logan, der ja für Irland zweimal gewonnen hatte, in den 80ern. Der Einzige, der das geschafft hat. Ja, und der hat ja sozusagen Irland ein bisschen dadurch ruiniert, damals. Die haben ja mal viermal in Folge gewonnen, glaube ich, in den 90ern. Die waren da ziemlich runter, die wollten es zum Schluss gar nicht mehr ausrichten. Ja. Die haben sogar alles getan, damit sie nicht gewinnen, haben keine Werbung gemacht für ihr Song und nix und haben trotzdem nochmal gewonnen. Ja, aber ich frage mich ja sowieso, also die haben ja denn nun schon Länder oder so, die dann auch ja nicht mehr teilgenommen haben. Da frage ich mich ja dann sowieso, wenn ich denn schon so ruiniert bin, warum nehme ich denn erstmal noch weiter teil? Ist ja nur so eine Sache, oder was hängt da für eine... Ein neuer Player aus Schweden, Seth Joker. Seth Joker. Ist das der Kumpel von dir, der macht dich nah? Jetzt kommt gleich noch Sub bei Borik und Bundes Basler. Ja, ich glaube, ich werde nachher auch mal wieder meinen Namen ändern, obwohl der Name ist auch geil. Rise Like a Sex Bitch. Das ist ja sicher ein cooler Name, den ich mir da ausgesucht habe. Rise Like a Sex Bitch. Das ist so was Untypisches für den Beißler. Rise like a sex bitch. Da hat's den Bomber zerrissen. Ja, ich glaube, ich Erster kann das sein. Tombala Bomber. Der Rand Berliner ist Erster hier. Alberto Tomba. Ist ja unfassbar hier. Los, Bombay, mal ein paar Tipps hier. Ist ja nicht zu fucken. Wie man ja eine Sekunde schneller sein kann, ey.